mitnehmen. Er wird jedes Hindernis einzeln anpeilen. Und wir drücken die Daumen, dass einfach alles liegen bleibt und genießen nochmal eine, vielleicht eine Siegesrunde von Marco Kutscher. Warten wir es ab. Und da ist es schon passiert. Fehler am ersten Hindernis. Und jetzt noch einer. Er bringt den Parcours mit 4 Punkten ins Ziel und gewinnt damit das Championat von Leipzig. Das ist natürlich ein eigentlich komplett verkorkstes Stechen, was so die Dramaturgie eines klassischen Stechens angeht. Aber am Ende zählt, dass wir einen spannenden Umlauf gesehen haben. Und dass wir am Ende ein verdientes Siegerpaar gesehen haben, nämlich Sharko und Marco Kutscher. Natürlich wünscht man sich ein Stechen mit 10.